Tja, Freunde, das soll noch einer sagen, Training lohnt sich nicht. In der letzten Folge haben wir die Geschwister des Unheils oder die Brüder des Unheils, whatever, haben wir ziemlich alt aussehen lassen. Ihren dämlichen Magietricks und so, Cefa und Zesha oder so, Cefa Vision weg, keine Ahnung. Und ja, Sangrock ist offenbar nicht mehr hier auf der Festung der Guaks. Es soll offenbar ein Lazulis sein. Aber wir wollen uns erst einmal uns zum Fremden machen, weil hier soll es ja auch eins davon geben. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. So, und ich bin sogar versucht, jetzt mal hier zu überschreiben. Ein bisschen zu wechseln und so. Ja, komm. Das ist wohl die andere Hälfte. What is that? The other half of the world seed. Another outsider. But I can't sense anything from this one. It's like it's asleep. Is it just a husk? Wait, something's coming. It's in a rage and coming closer. What now? They must have angered it, just like my uncle did. How could they? Getting it in a rage will only speed up the land's ruin. Oh, noch so eine Bestie. Kann lustig werden. Weil wir sind nur zu zweit. Alter, bin ich gleich tot. Jo. Ja, viel Spaß dabei. Okay, wir gehen die andere Bestie, wa? Machen eine Barriere, versuchen wir es mal so. Meine beste Chance, ganz ehrlich. So, schwäch, steh nicht da. Geil. Stille. Sorry to keep you waiting. We'll back you up. Now let's kick some ass. Kill! Fear not, Lol is... Wow! Been busy, haven't we? Ja, irgendwie schon. Was? Scheiß Viech, ey. Also hör, du bist ein scheiß Viech. Oh, das hat's, glaube ich, gehört. Jo, was machen wir da, wa?
Gletscher, ja, wenn schon mal in der Luft ist, gar keine schlechte Idee. Verbrauchen wir bei ihr. Außergang gleich nochmal, cool. Ich hätte gerne ein bisschen Wald. Hm, für die Stille. Ah, sehr schön. Ja, komm mal runter, komm. Versuch's. Mir fehlt der Wald. Der Miguel braucht aber lange. Da war es jetzt gespawnt. Miguel, ich hätte gerne ein bisschen Wald. Ich meine, geht natürlich auch so. Zumindest theoretisch. Ja, weiß nicht. Ja, Alter. Wie gesagt, ein bisschen Wald hätte ich dann doch gerne. Haben wir auch mal das himmlische Leuchten, könnte ja auch was werden. Und da fliegt es wieder. Der Himmelwald, super. Moment, mach sogar wieder. Oh, das muss aber schnell sein. Nein, ich komme jetzt zu weit, scheiße. Nein, scheiße, kann man Ding nicht. Was? Ich kann die Wächterwesen ein Ding rufen? Soll sie doch! Ja, ich muss nur ganz kurz in ein paar viele, gerade ein bisschen K.O. Kalista ist down, okay. Wie wär's mit jetzt? Tja,
zu kommen. Hm, weiß ich. Ja, beruhigen klingt für mich so von wegen platt machen. Oder sehe ich da irgendwie einen Fehler? Dann haben wir die Barriere, dann hier bitte einmal Meteor. Und zwar der Zerstörung, vielleicht nochmal im Wald, vielleicht bringt sie was, wer weiß. Naturkreis, lange Stille. Aua. Kimmy Runny wäre langsam froh, wenn du irgendwie zu dir kommen könntest. Beziehungsweise vor allem die Espe wäre mal ganz geil. Aber bitte mal kurz vorbei. Ja, weil so wenig sind natürlich K.O. Das heißt, bei ihr kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Bin deswegen. Machen wir mal eine verborgene Barriere. Ich hoffe, dass ich die Barriere machen kann. Da werden ja keine Leben mehr, natürlich gar nicht geil. Alter! Move ist ja mehr als nur overpowered. Der Move ist ja richtig übel. So! So, when he's back to action! Ein Krampf nach dem anderen hier. Ganz schnell beschleunigen. Sie darf noch einen Schattenstich anwenden. Er hat da momentan nichts mehr zu melden. Noch einmal noch kurzes Leuchten. Ein Inferno hätte ich gerne. Und dann noch den Wald. Mit der langen Stille. Wieder Instant Kill. Aber bin doch unter dem Vieh, genau wie Sarin. Das hat eigentlich ein super Versteck hier. Aber offenbar kann es das knicken. Offenbar kann man das knicken. Jurik war es, war der eher. Ah, sie kann noch verborgen bei ihr schon wieder. Dankeschön. Meteor. Schöner Schaden, so muss das sein.
So ist er win! Ja, ich fühle das erwähnen, kommt jetzt nicht mehr zurück. Weil dafür müssten die Rainier wieder mal ihre Specialized voll haben und ich glaube, daraus wird nichts mehr. Scheiße! Das war natürlich sehr dämlich von mir. Du sollst dich echt noch wegen sowas. Nein, Moment, ich hätte gern die Leiste von Kalista zurück. Dankeschön. Oh, Ledger da noch. Geil. Ja, die verborgene Barriere. Perfekt. Ja, ja, dann machen wir noch einen Wald. Das Viert. Nein! Die Barriere kommt gerade rechtzeitig. Hui! Das hätte auch schief gehen können. Let's return to Lazulis. Just you wait. Zael, I'll get you. What? What the devil is going on? But no. I must find Zael. The gods have given me a chance to get my revenge. Gone. I must destroy Zael. Out of my way. Zael, did you say? Zael, he is still alive. Even if he was dead, I would dig up his corpse and rip it apart. It seems you dislike him. I will give you your chance for vengeance. What did you say? Ach, Chiral hat's nicht erwischt. Was für ein Jammer. Also meine natürlich, was für ein Glück, dass er noch am Leben ist. Was für ein Glück. Man hört meine Freude. Chiral received a new power after meeting with Zangorak. Something to help satisfy the abhorrence he had for Zael. A twisted and sinister blade, infused with unearthly power. Meanwhile, in the fortress, Zael and the others raced back to Lazulis Island.
However, the sentinel beast had disappeared, and the outsider was weakened. The fortress began to crumble. And then... Callista! Callista! Kapitel 38, das wütende Meer, und ja, wir gehen gerade unter, finde natürlich jetzt nicht so geil. Wir sind ein wütendes Meer, und wo ist die Festung, wo ist Lazarus, ist ja gar nichts mehr. Hä? Bin ich so weit weggeschwimmt? Nee, nie im Leben. Aber ich habe 5 Leben, also nur keine 5 Mal trinken. Callista! Where are you? Answer me! Boah, ich sehe kaum was. Damn it. Where is she? Ja, wo ist sie? Wo sind wir? Wo sind die anderen? Wo ist überhaupt alles? Outsider, please help! Please, not like this. Callista, please! Callista! Anyone? Irgendwie wird immer schlimmer. Ich halte nur noch Wasser ein. Aber ich muss durchhalten. Ich darf jetzt so nicht krepieren. Nicht hier, nicht so. Nicht ohne Callista. Hä? Haben wir gerade wir selbst gesehen? Natürlich. Von allen, die uns finden konnten, natürlich er. Wir haben aber auch ein Glück, hey. Wo bin ich denn? Okay. Well, hello there, Sir Zale. How nice to see that you're alive. In fact, I'd say I'm thrilled. Why are you on the Grand Ship? Rather strange question to ask. It was you, was it not, that said I was a Gorak collaborator?
Wait, that was... So tell me, looking for anybody? You certainly seemed to be. Look, I don't have time to waste with you. Really? You know, Zangurak was looking for this woman. Drath, I'll kill you. It's all her fault. She's always looked at me with such scorn. Always. Always, 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 always. But now it's your turn, Zeo! I'm going to stab you about 1,000 times. I'm going to rip your entrails out. Then I'm going to cut you up, rend you limb from limb until no one can recognize you. Until you're just a bloody stain on my boot. Also ganz ehrlich, so ein Typ wie der hat doch nicht besser verdient. Also erstmal mit Verachtung angesehen zu werden, zack, schon kommt er. Und zwar natürlich auch, ja, wie Seel schon sagte, ich lege ihn um. Und zwar ganz ehrlich. Kannst du erstmal geblockt. So. Ja, Kampf gegen Chiral aus dem ersten Run habe ich noch in Erinnerung. Einigermaßen gut, beziehungsweise der Kampf selbst war eigentlich einfach. Aber wir machen kaum Schaden. Hä? Was ist denn jetzt los? Wir machen kaum Schaden mit dem Konter. Wir machen mit dem Konter keinen Schaden? Was ist das denn? Wow! Aber er macht mir übermenschlichen Schaden oder was? Auf welchem Level? Alter! Das war damals aber anders! Damals hab ich so dermaßen Schaden gemacht und er kaum Schaden. Kill, 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 genau, wo sagt ihr mit dem? Aua! Okay, Verwirrung. Was geht denn hier ab? Haben die Entwickler auf komplett gedreht? Das ist ein Bug. Unser Kampf vorstellen. Der einzige Kampf im Spiel soll ein Bug sein, hä? Hä? Haben wir seine Verteidigung so hoch gebucht oder ist er einfach irgendwie auf Level 200? Toll, wisst ihr, er ist noch so krass gelevelt und so, oder? Super geiles Training gewesen, jetzt so eine Scheiße. Ich bin mir natürlich nicht mehr ganz sicher. Das heißt, wir müssen schneller. Beschleunigen. Ich muss nachher mal noch meinen alten Hafen damals angucken. Ich schwöre, der Kampf war nicht so schwer. Wobei, ich meine, der Kampf gegen die Brüder des Unheils hatte ich ja damals schwer in Erinnerung als in diesem One. Hatten sie mir da was durcheinander gebracht. Mache ich ein wenig Schaden. Ich bin alleine. Gut, wieso hat die überlegen, ob ich vielleicht mal die Waffe wechseln sollte? Ja, man heilt er sich wieder? Waffe wechseln sollte, weil eine Waffe die ein bisschen mehr Damage macht, beziehungsweise in der Situation mehr Schaden macht. Irgendwie so gegen Finsternis-User-Anwender? Also, ja. Keine Ahnung. Eine Waffe, die mit Stern. Sternmodus drauf hat. Wow, ja, ja, ihr merkt schon, ich bin eigentlich am Konzentrieren im Ausweichen. Ja, eine Sternfähigkeit drauf hat. Ich glaube, die sind in der Regel stärker gegen solche Typen wie er. Aua, Alter! Das Konterbuggy? Leute, ich bin jetzt zum ersten Mal The Last. Ist nicht der erste Part, wieder vom Replay. Dankeschön. Ich glaube, vom ersten war das. Ich weiß schon, wie man kontert, ja? Schon wieder? Hä? Was ist das? Ja, gar nicht Konter wie die anderen Mal auch. Ein paar Mal funktioniert es, ein paar Mal nicht. Was soll die Scheiße? Oh, ich sehe gerade einen sowieso. Dezente Überlänge wieder mal. Na komm, mach mal, kann ich den triggern? Nee. Alter, ich mach ihm so wenig Schaden. Selbst ein bisschen boosten. Alter, also, was soll der Ducky?
Ja, den Angriff kenne ich ja, aber damals hat er eigentlich auch nicht so viel gemacht. Meino Giral, da darf doch jetzt einfach nicht wahr sein, ey. Verkacke ich jetzt hier ernsthaft gegen so einen Typen? Wo ist er bitte? Ja, danke, kann man. Ich verkacke ihn den Arsch persönlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Den Arsch vom Dienst, ey. Warte mal. Bis er steht 5 Meter hinter ihm. Ein Druckwell erwischt mich trotzdem. Ist ein Klang, sondern eigentlich. Nach mehr, also nicht kontern, sondern wirklich blocken. Damit ich halt Fokus aufladen kann und. Ja, das war's dann. Und noch ein Leben. Ich habe nicht mal ein Viertel abgezogen, hey. Wir kamen nicht mal zuerst ein Cutscene. Ja, ich renne mich langsam wieder. Aber eben, das ging damals viel schneller. Ich glaube, wir haben damals einen 5 Minuten Platt gemacht. Und zwar problemlos. Vielleicht habe ich ein oder zwei Leben maximal verloren, aber habe viel mehr Damage gemacht. Was sogar noch schneller war, wenn ich einen Monat gebraucht habe. Ich weiß gar nicht. Ich muss nachher dringend nachgucken, was da los ist. Und ja, ich führe, das wird in diesem Run nichts mehr, Leute. Man sieht schon. Ich generiere noch relativ wenig Karte, wa? Hm. Ich dachte, man hat das Fremden anders sein. Ah, die Musik ist geil. Gegen die kann man echt nichts sagen, aber er selbst natürlich einfach nur. Das ist. War gut, an den erinnere ich mich. Ja, stark, stimmt. Da kann sich viel machen. Aber gut, der macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Hä, da geht eigentlich. Wenn ich den schon halb tot wäre. Doch jetzt klappt das Konten wieder. Ich bin leicht verwirrt. Wieder mal. Ist ja nichts Neues. Ja, komm, greif an. Komm schon, ich muss Kalista hinterher. Kill, kill, kill. Halalalala. Das war die Strategie. Ja gut, wenn es Konnen immer klappt, oder von jetzt nicht mehr klappt, dann wird es ein relativ langer Part, Freunde. Was zum Schwindel? Wohl wieder konnte und es hat nicht geklappt. Was ist denn das für eine Scheiße? Game over. Ja, ganz geil. Gut, Freunde, wir machen nächste Folge weiter. Ich werde erst einmal meine alte Folge angucken, was ich anders gemacht habe. Und dann vielleicht ein bisschen mit den Waffen noch gucken und so und irgendwie anders machen kann. Vielleicht noch wieder mehr Ausfallschritte und so, weil die eigentlich auch relativ viel bringen. Also, je nach Gegner halt, versteht sich. Ja. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.